Damit im Umkleideraum auch die nötigen Abstände eingehalten werden können, sind die Reihen stark gelichtet. Alle müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und Einweghandschuhe. Für den Ernstfall geprobt wird in kleinen Gruppen mit maximal 10 Feuerwehrfrauen und Männern. Heute findet ja pneumatische Hebekissen in der Praxis statt. Letzte Woche haben wir den theoretischen Teil durchgesprochen. Dementsprechend teile ich euch gleich dazu noch ein und dann beginnt die Übung. Jede freiwillige Wehr musste vor dem Start der Gruppenübungen eigene Hygienekonzepte erstellen. Es gab Anweisungen von den Kreisfeuerwehrverbänden, aber auch von dem Landesfeuerwehrverband, wie der Einsatz und Betrieb aufrechterhalten werden sollte. Und diese Einsatzkonzepte wurden auch in Absprache mit den Ministerien erstellt und auch mit den Gesundheitsämtern abgestimmt, sodass es da ganz konkrete Handlungsempfehlungen gab. Ansonsten sollten sich alle sowohl im Übungs- als auch im Ernstfall um den Eigenschutz bemühen, so gut es geht. Doch schon während der Übung wird klar, Abstände von 1,50 Meter oder mehr sind kaum einzuhalten. Schwer fällt allen auch der Verzicht auf kameradschaftliche Zusammenkünfte. Ich freue mich jetzt erstmal, dass die kleine Gruppe zustande kommen kann und bin da dann auch sehr froh drüber, wenn dann auch ein paar praktische Dienste kommen. Also der Wunsch, dass das endlich wieder alles normal wird, ist doch schon bei vielen da. Wir dürfen uns ja auch halt als Kameraden halt untereinander in der Freizeit auch nicht mehr treffen. Denn private Treffen zum reinen Vergnügen sind noch nicht gestattet. Weitere Lockerungen soll es bei den Feuerwehren nur dann geben, wenn die Infektionszahlen gering bleiben. Über die Lageentwicklung stimmen sich Innenministerium und Landesfeuerwehrverband regelmäßig ab. Fatal wäre es jetzt, wenn wir in dieser Öffnungsphase jetzt zu schnell vorangehen und dann Feuerwehren eben halt tatsächlich irgendwo infiziert werden und dann eben halt aufgrund dieser Infektion in Quarantäne gehen, weil dann brechen uns Helfer weg. Und deswegen immer mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und Mundschutz, Abstand und eben halt keine Feiern oder was auch immer, was man da macht. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen auf Kreisebene soll es erst ab Anfang Juli geben.